Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich bin's, euer WuppAce. Ihr kennt mich ja bestimmt noch. Letzte Woche ist wieder ein Video hochgeladen. Nach langem wieder mal ein Video. Ich war viel beschäftigt mit privaten Sachen und allem möglichen. Und ja, es geht heute weiter mit den Rangkämpfen. Wir haben ein nagelneues Team, das ich euch erstmal präsentieren möchte. Oder ich zeigen möchte. Und zwar haben wir... Ja, wie man sehen kann, ein Mimikma ohne Item. Das macht natürlich Ace viel besser. Als erstes das Maskottchen aus dem Wupp Sports Verein. Und zwar mein geliebten Panty Frost. Ich warte, bis der Spitzname vom Wupp Harlekin rauskommt, also von unserem Maskottchen. Und dann kriegt er auch den Spitznamen, also sie, weil sie ein Mädchen ist, eine Frau, kriegt dazu dann den Namen. Dann haben wir hier noch Riffex. Das ist falsche Riffex ist. Ja gut, einen Moment. Wo bist du, Riffex? Das ist bestimmt mein erstes gewesen. Ja. Wir nehmen ihn mit. Gegen das andere erstmal. Aha, okay, jetzt weiß ich, warum ich das reingemacht habe. Aber das ist doch auch gut. Ja, egal. Dann fürs nächste Mal einfach nochmal ein neues Reflex. Machen wir dann. Okay. Kommen wir noch zurück. Wir machen ein paar Reflex. Reflex mit Magnet. Ja, scheiß Verteilung, aber... Donnerblitz, Schlammwurke, Overdrive, Überschall, Knall. Dann kommen wir zu einem neuen Pokémon, was ich unbedingt mal spielen wollte, weil viele es spielen. Und zwar Pestkragon, Wasserdrache, geile Typenkombi. Zwar, wenn einmal Gefriertrockner kommt, direkt down. Aber Angriff, guckt euch das Viech an. Digga, what the fuck? Okay, Innetwesen, nicht so geil. Aber Angriff 279 auf Level 100. Das einzigste, was auf Level 100 bis jetzt ist. Folgende Attacken: Drachenstoß, Kiebenbiss, Knirscher, Psychobeißer. Perfekt mit, gerade mit Dinger, mit Titankiefer. Ja, dann kommen wir zu Mimikma, was, ja, nicht benutzt werden kann, momentan. Zu unserem allerlieblings-Pokémon hier: das wunderbare Mahomai. Das nochmal in die Innet-Dinger darf. Ja. Lehmorb, Attacken, Protzer, Nahkampf, Dark Lariat, damit wir wenigstens ein bisschen Erinnerung haben an unser Fuegro. Und Gift Heap, gerade gegen Feen-Pokémons, dass er da auch was macht. Und zum allerersten Mal dabei, Glurak mit Flammenblitz, Drachentanz, Dunkelklaue, Rauchwolke. Es ist kein Giganter Dynamax, Glurak sieht man ja. Ja. Das ist das Team. Heute ohne Liberello. Das ist vielleicht mal ganz komisch und anders. Aber um ehrlich zu sein, finde ich es gar nicht mal so schlimm. Sag mal, also Pokémon Schild ist jetzt aber gut dabei, du. Dank mir bestimmt auch. Nein, Spaß. Dann gehen wir in die Rangkämpfe. Wir stehen momentan 2-1. Und wollen aber weiterkommen, höher. Wollen was erreichen in diesen Kämpfen. Heute machen wir einfach mal 3 oder 4. Oh, oh, oh. Fast Rangaufstieg, habt ihr gesehen? Gut. Wir nehmen die Arena-Leitermusik. Ihr wisst, mit der Arena-Leitermusik können wir hier irgendwas gewinnen. Keine Ahnung. Mal gucken, wer unser erster Gegner wird. Ich hoffe, ein guter. Meine Güte. Das findet aber jetzt schon ein Gegner, oder? Ich finde die Musik einfach so ultra gut.
1, 2, 3, wie viel Musik hat ein Endalios oder wie das heißt? Ach bitte, kommt schon. One Gegner. Ein Gegner. Okay, es kommt keiner. Ah! Ah, schon wo ich dachte. Risio, das ist Japaner. Ryuso. Ja. Was war Dinger von Typ nochmal? Oh. Riffex kann hier sau viel machen. Riffex. Pantifrost. Glurak bringt sie. Egal. Okay, wir nehmen mal die drei mit. Erster Kampf. Bin aufgeregt. Lang nicht mehr gekämpft. Wirklich. Aber ich muss leisten, ich muss wieder zurückkommen und wirklich sagen, okay, let's do this. Oh, oh, ein Pokémon-Schildspieler. Komm. Wie ich es wusste, was eine Prediction, Digga. Perfecto, Mercurecto. Okay. Riffex. Riffex ist langsam, weil er keine EV-Training, also kein EV-Training hat. Er ruft zurück, okay. Das war richtig nice. Komm, ein Overdrive einfach nur und dann müsste es eigentlich schon reichen, habe ich das Gefühl. Der Kampf wurde aufgegeben. Und der Win ist da. Nice, Alter. Riffex. Ich sag euch doch, Riffex ist einfach krank. So, nächster Kampf. Ich habe gesagt, drei Kämpfe. Also. Ja, Mann. Ja, Mann. 20 GP. Junge, wie geil, Alter. Gib dir einfach den Kampf auf. Oh, scheiße, Japaner. Okay. Komplettes Eisteam. So. Das könnte schwieriger werden. Ich finde so Monotype-Teams sind so stark. Also wirklich so generell Arena-Leiter, Top 4. Solche Trainer, die wirklich nur sich auf einen Typen spezialisieren, gerade wie jetzt wie er oder sie, ich weiß nicht, was es ist. Potenziell gefährlich ist nur das erste Pokémon, also die Kurbin, keine Ahnung. Nur der ist gefährlich. Potenziell. Mal gucken, aber mit was sie kommt. Flampivian, ultra geil. Habe ich auch schon gespielt, um ehrlich zu sein. Ultra. Nice. Okay. Es ist ein Mädchen. Sag ich doch, los.
sie sich sogar auf Eis-Pokémons fokussiert, habe ich das Gefühl. Okay. Let's do this. Rangkämpfe. Ich will einfach auf die Para erstmal gehen. Also ich will versuchen, dass ich erstmal die Para raushole. Und ja. Ich brauche endlich mein Alola Raichu wieder, Alter. Das ist für mich einfach wichtig, dass ich den auch wieder habe hier. Oh. Eiszapfenhagel. Oh, trifft nicht! Trifft dich! Komm! Reflex nochmal, komm! Okay, jetzt hat's getroffen. Könnte eklig werden für uns. Ja, sag ich doch. Scheiße. Okay, wir gehen erstmal auf Glurak. Einfach mal. Um einzuschätzen, wie weit sie oder er, also sie gehen tut. Überlebe ich einen Eiszapfenhagel, ist jetzt die Frage. Uff, jetzt muss ich denken. Also Eis ist ja nicht effektiv gegen Feuer, für die, wo nicht Pokémon verstehen. Weil viele meiner Freunde verstehen Pokémon nicht und dann erkläre ich es euch ein bisschen mal. Eis ist nicht gut gegen Feuer. Eis kann ja Feuer nicht ausmachen, weil Feuer schmilzt Eis. So ist es auch bei Eis. Es ist einfach ein elementares Spiel. Oh, yeah. Das ist einfach, damit die Attacken einiges stärker werden. Giganta Dynamax von Pivian. Aber ich möchte doch schneller sein, oder? Ah! Perfekt, Alter! Jetzt komm! Hier wird nicht. Glurak wird nicht sterben, ich spür's. Mahomai! Es liegt jetzt an dir. Versteht ihr jetzt, was ich gemeint habe mit Monotype-Teams? Und Flampivian ist generell ein OP-Pokémon. Ja. Wir verlieren das zweite Match 3:0. Also, das war jetzt richtig genug. Wir wurden von der auseinandergenommen. Wirklich auseinandergenommen. Gebe ich zu. Kein Problem. Ein Kampf haben wir noch. Ich krieg auch immer nur Japaner. Guck jetzt wieder in Japaner. 100 Pro. Oh Mann. Let's do this. Schon fertig. Okay, okay. Oh, ich hätte doch Pantyfrost mit dem müssen. Wegen Warlord. Oh nein! Okay.
es ist kein Mimikma. Es ist kein Mimikma. Okay, Glurak. Wir gehen direkt ohne Pushen. Es ist schnell. Es ist schnell. Jetzt sind unsere Pokémon langsam auf jeden Fall. Ist aber nicht so schlimm. Willst du mich verarschen? Du spielst ernsthaft einen Fokusgurt auf. Das finde ich nicht. Das finde ich nicht korrekt. Ah, Lichtschild. Physische Attacken. Ah nein, speziell. Ich greife aber doch physisch fast an. Na. Bam. Tschüss. Elfhuden 1-0. Das wird ein sehr sehr dummer Kampf, glaubt mir. Jetzt ist Mimikma. Nein, es ist. Wie ist das? Boah, ich kann mich nie an diese Namen erinnern von diesen Pokémon. Auf jeden Fall die Weiterentwicklung vom Volley. Ja, Watteschild passt. Sag mal, warum ist denn das so schnell? Pokémon-Info. Auf plus 3. Oha. Hey, sag mal, warum... Ah, der ist gescarft. Ja, was? Ich vergiss es, Alter. Es war Rückenwind ganze Zeit. Komm, Glurak. Es war keine Giganta Dynamax, aber eine Dynamax von Glurak. Gibt's bei mir zu sehen. Ach. Ich hoffe, wir packen den letzten Kampf, aber eigentlich müssen wir den packen. Glurak ist da ziemlich. Sonnenlicht, Holzkohle. Sieht nicht gut aus für dich. Ja, ganz und gar nicht, mein Freund. Wenn er jetzt Staffette oder so noch drückt, dann würde ich heulen. Ich weiß nicht, ob ich auf Drachenplatz gehe, jetzt bin ich auf plus 1. Und jetzt bin ich auf Morlord. Okay. Okay, bitteschön. Die Rotom-Kamera fängt alles ein, dir. Ich verstehe nicht warum. Aber ist schon okay. Ist schon okay. Glurak mit 2 Kills. Das ist die Revanche gegen diese Eisarena-Leiterin. Versteht ihr? Da die mich so auseinandernehmen wollte. Entweder gibt er oder sie, was war das nochmal, er, gell? Ja, entweder gibt er jetzt auf. Oh, guck mal, er hat extra darauf gewartet, dass Glurak runtergeht. Also entweder gibt er jetzt auf. Was ich nicht vermute. Aber da Glurak auf plus 1 ist, müssten wir den Kampf gewonnen haben. Er geht noch auf die Giga Dynamax mit Morlord. Okay,
Okay, unser Gluak ist down. Gluak geht noch down. Gar kein Problem. Gar kein Problem, Bro. Wenn jetzt dreimal auf deiner Wall geht, dann ist er ekelhaft. Dann macht er nicht. Deiner Flut. Okay, Glurak. Sehr gut gekämpft. Doch am Ende reicht es nicht für den Win. Also es reicht schon noch für den Win, aber im Sinne von... Ich muss aufpassen, ich muss wirklich aufpassen jetzt erstmal. Ich kann auf Nahkampf gehen. Da ich eh Leben Orb spiele und Adrenalin habe, eigentlich müsste ich einen Toxic Orb, Brand Orb, also ein Feuer Orb oder Heiß Orb, wie das heißt, nehmen und dann. Ist also klar. Ich hätte trotzdem gehen drücken können. Ey Mann, er regt mich auf mit seinen Überreste. Taktisch gesehen schon stark gespielt, klar. Ja, jetzt komm her. Komm auch mal. Bam, Alter, hier, gewonnen, perfekt. Wir steigen auf 4 Wins, 2 Niederlagen. Rosch darauf erstmal. Die Lichtverhältnisse der Kamera sind immer noch leider scheiße. Aber so ist es nun mal. Ich hoffe, das ist für euch nicht schlimm. Nein, möchte ich nicht. Kampf beenden. Wir gucken mal, ob wir schon irgendwie was bekommen haben. Einen Moment. Falls nicht, möchte ich das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ach doch, wir haben was bekommen. Seht ihr? Immer schön gucken. Möchte ich... Also, hier möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben 2 Wins geholt, eine Niederlage. Wie gesagt... Wir sind motiviert, fokussiert. Wir haben leider das Fossil-Pokémon gar nicht heute benutzen müssen. Aber es kommt bestimmt noch zum Einsatz. Und falls nicht, kommt es bestimmt noch in der AEP zum Einsatz. Und da muss ich jetzt langsam wirklich mich ransetzen, um das Video zu produzieren, um es fertigzustellen und dann euch die Vorstellung der Pokémon-Liga AEP zu geben. Seid gespannt. Es wird eine riesengroße Sache, finde ich. Für mich auf jeden Fall eine coole Sache. Für euch, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber wenn ihr drauf Bock habt, einfach reinkommen. Und danke an, danke für 100 Abos. Hier, Rocco, jetzt hast du deinen Danke-Spruch für 100 Abos. Danke für 100 Abos. Ich freue mich, dass wir das geschafft haben in so einer kurzen Zeit mit Pokémon spielen. Ja, dass jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, um die 50, 60 Leute meine Videos gucken. Vielen Dank dafür. Es motiviert mich, wirklich. Es ist wirklich motivierend. Und ja. Wie gesagt, folgt mir auf Social Media, Instagram, Twitter. Ja, Instagram und Twitter. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und lasst ein Abo da. Ist ja auch kostenlos. Und ja, damit bin ich raus. Euer Bobbase. Peace.